Hey du, was geht ab? Ich dachte, ich melde mich mal wieder nach so langer Zeit. Ja, warum kam jetzt so lange kein Podcast mehr? Ich weiß nicht, zum einen war viel zu tun, zum anderen war die Lust teilweise nicht da. Und gerade was Podcasts angeht, da muss natürlich die Lust auf alle Fälle da sein. Weil wie ihr schon ein paar Mal von mir gehört habt, es ist so, dass ich das Ganze hier eben nicht skripte oder nicht überlege, was ich in vornherein erzähle. Und da muss einfach dann auch das Gefühl da sein, so ich habe jetzt Lust, etwas zu erzählen. Weil ich glaube, gerade wenn ich mich dazu zwingen würde, dann wäre einfach das Endergebnis nicht so gut. Ja, kennt man ja eigentlich. Also ich selber denke mal, dass jeder Mensch, also gerade wenn man sich eine Arbeit aufzwingt, dann kann die niemals so gut werden, wie wenn ein Kollege neben dir ist, der das voll gerne macht und voller Leidenschaft drinnen ist. Und solcher Mitarbeiter braucht eben einen Chef, so jemanden, der es gerne macht. So, keiner, der es wegen am Geld macht, sondern wirklich gerne macht. Und deswegen finde ich auch, gerade wenn man es auf YouTube bezieht, das Ganze, boah, ich verlabere mich schon wieder, da merkt man natürlich dann auch, wenn Leute das nur wegen Geld machen, dann merkt man einfach bei den Videos, das passt einfach nicht so. Da ist irgendwie nicht der richtige Elan dahinter. Und wenn man merkt, da haben Leute viel Spaß dran gehabt, das Video zu produzieren, dann spürt man das total. Man merkt diesen Geist und so. Und ich konnte das auch sehr gut beobachten, tatsächlich bei Abe Lali, muss ich sagen. Er hatte jetzt eine Zeit lang mal so eine kleine Durststrecke, sag ich jetzt mal, wo es ihm nicht so gut ging und er trotzdem Comedy machen wollte. Und ja, die Betonung liegt auf wollte, weil es war schon witzig und unterhaltsam, aber irgendwie hat man was gespürt so. So, Moment mal. Da ist irgendwie der Geist nicht dahinter. Und da denke ich mir dann mal so, also müsste theoretisch, wenn man jetzt so, ja, als Staat denkt so, man will im Land gute Arbeiter haben, dann müsste man eigentlich dafür sorgen, dass jeder Mensch den Beruf bekommt, den er auch wirklich will. So, und da sage ich ja wiederum so, nein, eigentlich muss jeder selber das bekommen oder sich holen, so den Beruf, der wirklich zu einem passt oder den man gerne machen möchte. So. Und gerade da kann ich wiederum auch nur empfehlen, weil ich habe oft schon gehört von Leuten, die sagen so, ja, wie finde ich denn eigentlich meinen Traumberuf? So CEO, ich finde es voll cool, wie du so deinen Traum hier machst auf YouTube, aber für mich wäre YouTube gar nichts. Finde ich auch mal sehr schön, das zu hören von manchen Leuten, weil oft wird YouTube immer so vorgegaukelt, als wäre das der Beruf der Berufe. So, noch geiler geht's gar nicht mehr, das ist so chillig und toll und super. Der Beruf ist gut und super, aber ich glaube, das Erste, was man merkt, wenn man mal so 2-3 Jahre YouTube macht, die ganzen Schattenseiten von YouTube, weil es ist nicht nur lustig Videos produzieren und sich einen Arsch ablachen so dran, da ist auch ganz viel Arbeit dahinter, die man gar nicht machen möchte, also sei es jetzt sowas wie Steuern zahlen oder halt eben, ich weiß nicht, also so irgendwelche Sachen organisieren, gerade mit dem Spielfilm, da muss ich teilweise so viel an Locations organisieren und mit Leuten quatschen und mich auf andere Menschen auch verlassen, da kriege ich auch mal richtig Angst so, weil es darf nur einer nicht auftauchen an dem Tag und wir sind halt im Arsch so. Der Typ, der uns den Laden aufsperrt, wenn der nicht kommt, dann stehen da einfach mal eiskalt ein Haufen Schauspieler, Kameramann und ich und Josh die so rum und sagen dann, jo und jetzt? Also das ist so, da kriegt man echt Angst und das Ganze zu planen und das sieht man am Ende ja gar nicht mehr. Wenn das Video dann hochgeladen wird, so ein Spielfilm, so ein 90 Minuten Spielfilm, ich sage, kein Mensch von euch oder kein Zuschauer oder gerade Leute, die sich damit nicht befasst haben, wie das ist, Videos zu produzieren, können sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Weil das ist eine Arbeit, wo du zwischendrin glaubst, du wirst niemals fertig werden. Weil einfach du drehst und drehst und drehst und drehst und triffst dich und drehst und organisierst und irgendwann stellst du fest, okay, ja, von den Szenen haben wir ein Drittel geschafft und du denkst dir so, ja super, Alter, wir arbeiten hier wie ein Blöder und erst wenn du dann alles abgedreht hast, denkst du dir so, ja gut, so schlimm war es doch gar nicht, aber irgendwie im Vorderen, also das ist ja immer so, wenn du so einen Weg siehst, so einen Marathon so von 3 Kilometer, wenn du es nebenbei sehen würdest, wo das Ziel ist und es ist so weit, ganz weit weg, dann wirst du sagen, oh shit, das packe ich ja nie, ja, das ist halt eben, deswegen auch da die Empfehlung, einfach machen, machen, machen. Immer vorankommen, dann bitte schon. Aber worauf ich hinaus wollte, ist mein Tipp halt eben zum Thema Beruf finden, einfach, ja, einfach machen. Ich meine, ich persönlich, ich war mal Kassierer, ich war mal an der Maschine gestanden, ich habe gebohrt, gedreht, gefräst. Jetzt hocke ich im Büro. Das heißt, ich konnte mir eigentlich die Welt schon aus vielen Seiten anschauen und ja, halt auch witzig teilweise zu erkennen, wie unterschiedlich Menschen sind. So in handwerklichen Berufen, da sind die Menschen viel geladener, viel lebendiger, viel, viel aufbrausender, so
So, also viel direkter auch, viel direkter. Und im Büro sind Menschen um einiges ruhiger, irgendwie habe ich das Gefühl. Also nicht alle, natürlich. Es ist nur so eine Tendenz, die ich erkenne. So, da ist ein bisschen, ich will es nicht sagen kultivierter, aber halt einfach irgendwie so, man merkt schon, dass da Menschen sind, die irgendwie länger in der Schule waren und sich wissen, wie sie sich ausdrücken oder ausdrücken zu haben. Ach, keine Ahnung. Und ich merke einfach da den Unterschied, dass halt in der Werkstatt einfach noch ein bisschen rauer zuging teilweise. Klar, es ist nur von einer Firma auf die andere Firma bezogen. Ich habe jetzt nicht mehrere Werkstätten angeschaut oder mehrere Büros beobachtet. Ich denke mir, es gibt sicher auch hier und da mal ein Büro, wo echt die Post abgeht. Aber ja, also es ist nur so eine Vermutung von mir. Genauso wie es als Kassierer so mit Menschen zusammenarbeiten, ist auch mal eine ganz andere Art. Weil Kollegen zu haben oder an einer Maschine zu stehen und und die Maschine ist sozusagen dein bester Freund, die machen soll, was du willst. Und dann plötzlich halt so mit Menschen zusammenarbeiten, guten Tag, das macht dann so und so viel, schönen Tag noch und so weiter. Das ist dann schon so ein bisschen, ja, krass, wie unterschiedlich und wie verrückt manche Menschen sind. Manchmal kommen auf euch her und sagst so, wow, voll sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mit diesem auch eine echt tolle Freundschaft anfangen und so. Und dann kommen manchmal die Leute rein, wo du sagst so, oh shit, wo bist denn du rausgekrabbelt? So. Und man fragt sich dann immer so, was sind die Geschichten dahinter? So, irre ich mich gerade? So, am Ende ist dieser Mensch, der wo ich mich erschreckt habe, wie er aussieht, voll freundlich und der andere war ein riesen Arschloch oder so. Gell? Man kann es ja nicht wissen, das kannst du ja an einem Äußeren nicht erkennen. Aber trotzdem super interessant. Aber wo ich sagen muss, nein, für mich ist es eigentlich nichts, weil, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, eigentlich, ich würde es nicht behaupten, ich mag keine Menschen, das ist Quatsch oder so, aber irgendwie so viele Menschen auf einmal zu treffen in einem Tag, das ist mir dann doch irgendwie zu viel irgendwie. Ich weiß nicht, für mich ist es so, also gerade wenn ich mal so ein Zuschauertreffen habe und stehen Haufen Menschen um mich rum, ich mag das schon, so einen Haufen Leute zu haben, aber das auch nur für einen gewissen Zeitraum, 2-3 Stunden und dann reicht's mir auch wieder, dann will ich wieder alleine sein. Ich finde, ich weiß nicht, viele Menschen mögen das nicht, alleine zu sein, aber ich finde es eigentlich durchaus unglaublich angenehm. Also ich bin eigentlich schon auch mal ganz gerne alleine, so. Klar, irgendwann fällt mir auch die Decke auf den Kopf und ich brauche wieder sozialen Kontakt und so, aber gerade so, ich weiß nicht, so am PC zu sitzen mit einem warmen Getränk und dann so ein bisschen Videos gucken oder was zocken oder einen Serienmarathon machen, ach, das ist eigentlich auch mal so eine schöne Sache, wenn man so eine richtig coole Serie findet auf Netflix oder irgendwo, anschmeißen, durchgucken und einfach so sich von der Geschichte mitnehmen lassen, mal abschalten, so das Ganze um einen herum vergessen, so. Dass einfach egal ist, was für Probleme man selber hat oder was für ein Mensch man selber ist. Und ich glaube sogar, man kann teilweise sogar von solchen Filmen und Serien was lernen, so ein bisschen manchmal auch. Also klar, man muss schon auch die eigenen Erfahrungen dann wieder drum ziehen und so weiter. Aber gerade wenn man so Menschen beobachtet, die dann so Probleme zum Beispiel haben, also sagen wir jetzt mal eine Serie wie Breaking Bad, da haben die ja durchgehend eigentlich immer wieder heftige Probleme, die beiden Hauptdarsteller, sag ich jetzt mal, aber auch andere Serien wie Stranger Things oder so, sagst du, wow, die haben ganz schön viel Stress und ich finde, da ist man dann selber oft dann auch den Darstellern selber voll streng, so, als reiß dich mal zusammen, heul nicht rum, kämpfe und so, obwohl man selber in der Lage einfach nur zusammenbrechen würde, weil meistens sind diese Helden in Filmen sowieso ganz schön hart im Nehmen, die echt krasse Sachen aushalten, so wie der beste Freund stirbt und eine Staffel später machen sie ganz normal weiter im Leben, so als ob, sonst könnte man selber vermutlich nicht. Also ich habe noch nie einen guten Freund verloren, zum Glück nicht, ich habe auch nicht vor, also ich würde es mir nicht wünschen, diese Erfahrung machen zu müssen, aber letztendlich macht sie, glaube ich, jeder mal in unserem Leben, hoffentlich eher im Alter als in jungen Jahren, aber eigentlich ist sie schon sehr hoch, dass man mal einen wichtigen Menschen verliert, auch in jungen Jahren. Und da merkt man eigentlich, ich glaube, also so aus Erzählungen und aus Beobachtungen aus meinem Freundeskreis und so, die meisten tun sich da lange schwer, da wieder drüber hinwegzukommen. Und gerade so in Serien ist es ja oft so, dass die dann super schnell wieder voll im Leben dabei sind und sich neuen Sachen widmen und so. Und eigentlich müsste man das auch so tun. Aber mei, ist ja jeder aus seiner Geschwindigkeit unterwegs. Und ich weiß nicht. Da habe ich mich aber, was das angeht, auch ganz schön krass verändert. Früher, muss ich sagen, war ich auch eher so der Typ, der gerne mal zurückgedacht hat, sei es nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, und mich geärgert habe und immer so ein bisschen in der Vergangenheit gelebt und mir gewünscht, nochmal eine andere
Möglichkeit zu wählen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter kommt oder ob ich da irgendwann mal eine Erkenntnis gezogen habe, so. Was soll denn der Scheiß? Warum eigentlich immer diese Zeitverschwendung, ja, ich weiß nicht. Ich konnte halt früher einfach nicht loslassen bei sowas. Wenn mal eine gute Freundschaft da war und ich merkte dann langsam, okay, es geht sie zu Brüche, wollte ich es halt oft nicht wahrhaben. Da war ich so ein, ach komm, das muss doch klappen und dann Nachrichten schreiben, sich nochmal treffen, irgendwie was Cooles erleben, aber irgendwie klappt es dann nicht mehr, weil man kann Freundschaft nicht erzwingen und so. Ich habe auch mal, das habe ich mal gleich schon mal sogar in einem Podcast gesagt, dass ich öfter die Frage bekomme, so Ceo, wie oft muss man dich gesehen haben, um mit dir befreundet zu sein, weil Zuschauer oder Bekannte hoffen, eigentlich eher Zuschauer in dem Fall, die mich als Ceo kennen, glauben, dass man muss mich nur oft genug gesehen haben, irgendwann entsteht eine Freundschaft, aber da gibt es keine Regel, das kann man nicht in Worte fassen. Es gab Menschen, die habe ich zweimal gesehen und wusste einfach, hey, die passen voll zu mir und das sind einfach meine Freunde. Ich meine, wie hast denn du deine Freunde ausgesucht? Hast du die wirklich ausgesucht? Oder sind die einfach irgendwie aus lustigen Zufällen zu deinen Freunden geworden? Also bei mir war das bisher immer so. Ich habe niemals Freundschaften erzwungen. Das ist einfach so passiert. Plötzlich hatte man einen Freund gewonnen, ohne es irgendwas zu wissen. Und erst irgendwann später ist einem klar so, hey, eigentlich mache ich mit der Person ganz schön oft was zur Zeit. Und dann hoppala, ist wohl eine Freundschaft draus geworden. Also das ist so, das kann man einfach nicht. Es geht mein Monitor aus. Monitor an, bitte. Also das kann man einfach nicht erzwingen. Ja, und eben so, und da war ich früher oft auch so, dass halt, wenn das Ganze dann doch wieder zu Brüche geht, dann kann man das auch nicht wirklich verhindern. So, klar kann man sich Mühe geben, aber gerade ich bin ja mal so ein Mensch, ich tue mich wahnsinnig schwer, mich um andere Menschen zu kümmern ordentlich. Also so immer täglich melden oder mal nachfragen, hey, wie geht's dir, was machst du so? Nein, ich bin oft ein Mensch, der sich mal zwei Wochen lang nicht meldet, aber das heißt nicht, dass ich den Menschen deshalb mir egal ist oder nicht mag. Ich bin halt oft manchmal viel zu beschäftigt oder einfach irgendwie so in meiner Traumwelt gefangen, dass ich gar nicht auf die Idee komme, zu meinem Handy zu greifen und dann in meiner Liste den Kontakt rauszusuchen und eine Nachricht zu schreiben, so, jo, wie geht's? Aber würde ich diesen Menschen von heute auf morgen wieder treffen, so auf der Straße? Ich wäre genauso freundlich wie beim Verabschieden, weil, ja, ich weiß nicht, was sind schon zwei Wochen oder was ist schon ein Monat oder manchmal sogar, was ist ein halbes Jahr? Ich habe einen sehr guten Freund, den sehe ich wirklich nur jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr. Und wir sind immer gleich befreundet, da hat sich nie wirklich was geändert. Also es ist nicht so, dass wenn ich die Tür öffne und er hereinkommt, dass wir erst einmal so sind, so okay, sollen wir Hände schütteln, so zur Begrüßung oder wie, weil wir uns schon so auseinandergelebt haben und so. Also klar, wir haben uns alle beide krass verändert. Man glaubt gar nicht, wie sehr man sich in einem halben Jahr verändern kann. Das bekommt man selber nicht so mit. Das ist immer das Interessante, so. Aber irgendwie verändert man sich auch gar nicht. Das ist auch irgendwie witzig, so. Das ist irgendwie beides, so. Eigentlich ist man irgendwie immer noch derselbe, aber irgendwie auch nicht. Hat sich doch irgendwie viel getan. Also gerade wenn, also mir wurde auch die Frage gestellt, so wie wären das eigentlich so, so dann dein 19-jähriges Ich zum Beispiel, also schon ein paar Jährchen her bei mir. Wie wäre das so, den zu treffen? Wie anders warst du damals? Wenn ich so zurückdenke, ja, ich weiß nicht, so anders war ich gar nicht. Vielleicht ein Ticken schüchterner, vielleicht noch ein Ticken unzufriedener, weil gerade YouTube ist für mich schon so ein Stützpunkt, einfach was mich glücklich macht, woran ich festhalte, was so ein Traum ist, was meine Aufgabe ist. Dieses Gefühl, am richtigen Ort zu sein, das hatte ich halt eben da noch nicht. Aber ich habe es auch nicht vermisst, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt. Also für mich war es einfach so Standard. Das ist halt, so ist man halt im Leben. Ich meine, wer weiß denn schon, was er will? So, ich kann es halt nicht anders. Daher war es kein Problem für mich. Und deswegen, nee, ich würde sagen, so krass anders war ich da nicht. Aber vermutlich will ich mir das nur ein und in Wahrheit. Aber ich meine, das sind doch schon ein paar Jährchen. Und in so vielen Jahren, da muss man sich ja eigentlich krass verändern. Das kann ja gar nicht anders sein. Ja. Und vor allem diese Tatsache jetzt, dass jetzt 2017 ist, ich finde das so Wahnsinn. Mein Vater hat es mir gesagt, Thomas, wenn du mal 30 bist, dann geht's dahin. Dann schießt die Zeit so dahin, dann ist ein Jahrzehnt nicht mehr viel. Und wenn ich jetzt an meine kleine Nichte denke zum Beispiel, ich habe eine Nichte, die ist, oh Gott, wie alt ist die? Bisschen mehr als ein Jahr vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber die ist jetzt sehr, sehr jung. Und wenn wir uns da mal zwei Monate nicht sehen, dann ist das für sie ja, weil sie selber ja gerade mal, sag jetzt mal, maximal 20 Monate lebt,
ist für sie ja ein Zehntel Leben sozusagen. Für sie sind 2 Monate unglaublich lang. Wenn es halt ich halt oder wir haben ja schon viele 100 Monate auf dem Buckel. Da denkt man sich dann auch so, was sind denn schon 2 Monate, wenn man schon mehrere hundert, stimmt das eigentlich? Doch, klar, wenn man 10 Jahre hat, hat man ja schon mal 120 Monate, oder? Ja, wenn man 20 ist, hat man schon 240 Monate. Ja doch, kann schon bei mir dann langsam auf die 300 Monate oder so. Ja, keine Ahnung, ich will es nicht ausrechnen, aber das ist schon krass. Da sind zwei Monate nichts, weil man hat ja schon so viele, dass ich. Aber mei, und ich denke halt eben, wenn du mal 30 bist, dann machst du ja auch nicht mehr so viel krasse Erfahrungen. Ich kann mir echt vorstellen, ich habe auch richtig Angst davor, weil eigentlich, ich mag das eigentlich, jung zu sein, weil je älter ich werde, desto mehr wird man von mir verlangen, erwachsen zu sein. Und dann kann ich nicht mehr auf YouTube zum Beispiel rumhüpfen und rumblödeln und so. Aber andererseits, dann gucke ich mir eben so Menschen an wie Otto Walkes oder Eddie Murphy oder Jim Carrey ist das beste Beispiel eigentlich. Wie alt ist dieser Mann? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon die 30 weit drüber hinaus, würde ich mal behaupten. Und spinn drum wie ein Blöder. Wo ist das Problem? So. Und ich denke halt, solange man halt dann immer seine Erwachsenenseite auch mal zeigt, wird man nicht für verrückt gehalten. Dann passt es ja schon. Das mache ich ja jetzt schon, dass ich meine Erwachsenenseite zeige, um eben das Ganze nicht so künstlich wirken zu lassen. So, der Mann will auf künstlich lustig sein, sondern der will einfach nur unterhalten und dann eigentlich schon nochmal ein gutes Thema ansprechen, nochmal ernst werden. Und ich hoffe, das merkt man auch. Aber ich hoffe, lange noch ein Clown sein zu können, bevor man irgendwann sagt, okay, das ist einfach nicht mehr authentisch. Weil das Komische ist irgendwie, was ich gar nicht nachvollziehen kann, dass sich Leute oft Vorbilder in ihrem Alter oder maximal 1-2 Jahre älter suchen, so. So ein 14-jähriges Mädel sucht sich als Vorbild einen 16-jährigen Lochi zum Beispiel. Wer alt sind die eigentlich? Die sind schon 18 mittlerweile, glaube ich. Gell? Aber nur als Beispiel jetzt so. Und wenn ich auch mal denke, so ist interessant, es war bei mir nämlich irgendwie nie so. Ich habe eigentlich mir immer als Vorbilder Leute gesucht, die schon um einiges älter sind. Also am besten sogar doppelt so alt oder so. Also wirklich erwachsene Menschen, weil ich wusste, die wissen es halt, weißt du? Weil, ich weiß nicht, mit einem, wenn jemand 2 Jahre älter ist als ich, dann hab ich das Gefühl, ja, ich könnte mithalten, so das. Nee, das wäre so, also vielleicht bin ich ja auch überreif und er ist ein bisschen, ja, noch hinten nach und sind wir auf gleich auf oder so. Kann ja gut sein. Das beste Beispiel ist ja ich und Yoshi. Ich habe nicht das Gefühl, dass Yoshi jetzt so viel unreifer als ich ist. Also manchmal, vielleicht, hin und wieder merke ich manchmal so Punkte, wo ich sage so, okay, hier habe ich eine Lebenserfahrung mehr. Aber sonst so, wenn man sich unterhält, ist da eigentlich keine Differenz da. Wo ich sage so, okay, da merke ich einfach, ich rede mit einem Kind oder so, habe ich gar nicht einen Eindruck. Und deswegen muss ein Mensch, also ein Vorbild, jemand von dem ich was lernen kann, jemanden, den ich bewundern kann, der muss einfach schon ein gutes Stück älter sein, damit ich weiß, der Mann, der kann mir das zeigen, wie ich mal sein könnte, so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir ein Vorbild nehme und will exakt wie der werden, aber das wollt ihr ja auch nicht. Ihr wollt ja nicht zu 100% CEO werden, macht ja keinen Sinn. Oder zu 100% Gronkh werden, das macht ja keinen Sinn. So, man will ja nur gucken, so, was hat denn der für Werte? Das gefällt mir. Das würde ich gerne übernehmen, weil das finde ich schön. So, da hat er recht, dahinter würde ich auch stehen und dahinter stehe ich und so. Aber halt eben nicht hinter allem. Und durch die ganzen Vorbilder, die man sich da holt und die ganzen Werte, die man sich da so zieht, mit dem Ganzen kannst du da was anfangen, so. Und, ja, ich glaube, man weiß schon, worauf ich hinaus will. Ein tolles Thema eigentlich, Thema Vorbilder. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, so, was eure Vorbilder so sind. Und warum, vor allem. Ich hoffe, ich werde nicht krass überrascht, weil ich habe teilweise schon Sachen gelesen, wie das, ich glaube, KuchenTV hat es mal gezeigt, dass viele Mädels sagen, sie nehmen sich Katja Krasavice als Vorbild, weil sie halt eben so real ist, weil sie so echt ist, was sie am Körper steht und bla bla bla. Und für mich ist es einfach, ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen erschreckend. Also ich kann es verstehen, ich kann es vollkommen nachempfinden. Ich hatte da irgendwie die Toleranz und sag so, ja klar, verstehe ich schon, worauf die hinaus wollen. Sie ist wirklich so, hey, das bin ich und ja, fick drauf, Leute. So, wenn ihr mit mir nichts anfangen könnt, selber schuld. Ich mach trotzdem weiter, lass mich nicht bremsen. Super schöne Sache nebenbei. Also, die Lochis haben sich auch nie bremsen lassen. Aber irgendwie das Aussehen und zu seinem Körper stehen so unglaublich wichtig ist. Ich meine, wenn man es tut, so, dann muss man es dann wirklich auch eben unter die Nase reiben. So, schaut mal her, hier ist mein Körper, so. Also,
gerade diese Leute, die so halbnackte Bilder machen und dann sagen so, ja, schaut her, hier steht's mein Körper, um es als Vorwand herzunehmen, um Hauptsache mal ein halbnacktes Bild hochladen zu können. Da bin ich halt immer so, man kann auch zu seinem Körper stehen, ohne es jedem zu zeigen. Also ich habe auch kein Problem mit meinem Körper. Also vielleicht könnte ich ein bisschen mehr zulegen, so, ja. Aber eigentlich, ich bin es nicht so einer, der sagt so, oh Gott, ich schaue jeden Morgen in den Spiegel und denke mir, oh Gott, schaue ich scheiße aus, so, habe ich nicht. Aber, ja, ich glaube, ich verfranz mich gerade wieder Vollgas. Naja, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also das ist so, ich weiß nicht, ich finde Vorbilder, wenn ich ein Vorbild brauche, dann ist das so jemand, der so ein bisschen so smart ist, der einfach mich da beeindruckt, der gute Werte vermittelt, der einfach irgendwie friedlich ist, angenehm, ruhig, vielleicht ein bisschen kindisch, ein bisschen verspielt, immer noch so ein bisschen die Lebensfreude in sich trägt und positiv alles sieht, nicht so rumheult, dass alles scheiße ist und so. Klar, man darf nichts verschönigen, man muss das mal ansprechen hier und da. Und ich habe oft auch gelesen, so Kommentare wie so, Ceo, du bist ein guter Typ und so, bloß manchmal übertreibst du mit deiner Moral so ein bisschen. Ich denke mir so, ja gut, dann such dir vielleicht einen anderen Kanal, weil ich habe nicht den Eindruck, dass ich meine Moral übertreibe. Ich will halt einfach nur mal, immer wieder mal, wenn ich mal einen frechen Witz reiße, sagen, okay, das war gerade nicht lustig, so. Zum Beispiel, wenn ich einen oberflächlichen Witz reiße, so, okay, das ist eigentlich okay, so. Das war echt nur Spaß jetzt, normalerweise macht man sowas nicht. Oder wenn ich irgendjemanden beleidige, so, sagen wir mal, sei es so wirklich sogar ein Apparat, mache ich ja manchmal wirklich, dass ich sage, so, okay, das war gemein, so, um anzusprechen, das eigentlich will ich solche Witze nicht unterstützen, weil das war Cybermobbing und das will ich nicht unterstützen. Und wenn dann Leute sagen, so, hey, ist doch scheißegal, schwarzer Humor, ist doch real, ist alles voll supi und das, wer es nicht kapiert, muss halt die abonnieren. Nein, ich will sowas nicht unterstützen, weil ich will keine Menschen beleidigen, wehtun oder verletzen. Und wenn Asi-YouTuber natürlich auch, wenn Leute sagen, so, hey, komm, ein Abo hat's doch verdient, das kann schon sein, aber das können andere übernehmen. Ich bin nicht dazu gemacht, um Menschen fertig zu machen, so. Weil ein ApoRed ist auch nur ein Mensch und der will auch nur sein Geld verdienen und der will halt auch nur seine Aufmerksamkeit und irgendwie anerkannt werden und es ist super traurig, dass der in den Kommentaren, ich kann mir nicht vorstellen, dass der super zufrieden ist mit sich, weil wenn er jeden Tag hört, wie scheiße er ist, dann ist das sicher auch nicht einfach. Also ich müsste man ja eigentlich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du hast es vielleicht nicht einfach, so, vielleicht guckst du mal, dass du das irgendwie besser hinbekommst, so dass du da irgendwie wieder rauskommst. Aber ich glaube eigentlich, ein Abo könnte machen, was er will, da kommt er nie wieder raus. Der ist da eigentlich fast gefangen, jetzt in der Vollidiot Nummer 1 Beispiel immer so, wer ist ein Asi-YouTuber? Abo, oder? Und das ist eigentlich voll unfair, weil mittlerweile ist der eigentlich schon nicht mehr so krass. Also ich hoffe, es bleibt auch so, dass jetzt die nächsten Zeit nicht nochmal wie irgendein Skandal kommt oder so. Naja, was soll's, ne? Genug über andere Menschen geredet. Ja, Ubu, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Alles geht so schnell, ich laber mal ganz kurz und bumm, es ist wieder voll. Ist echt übel. Krass. Also so könnte ich eigentlich Podcasts voll einfach machen. Ich rede einfach ein bisschen los und dann bin ich schon wieder bei 20 Minuten. Ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, es war wieder cool, mal wieder einen Podcast zu bekommen. Ich wünsch dir einen super entspannten Tag, einen guten Start in die Woche. Ich denke, der Podcast wird heute noch hochgeladen, am Montag. Und genau, dann hoffentlich sieht und hört man sich mal wieder. Und dann bis dann. Ciao, ciao.